Hallo? Ja, Ja, jetzt ich glaube, so fängt improvisieren. alles an mit Ja. Ja. Genau, wir haben Besuch hier. Also heute bin ich allein. Jörg hat Urlaub diese Woche. Und ja, jetzt ist Christian hier, Christian Müttertiess, Genau. von der, die das Photon. Und ich glaube, das werden wir gleich mal alles klären, alle offenen Fragen. Und Wir versuchen Klarheit zu bringen, genau. genau, was ist das überhaupt und warum und Ja, wer macht genau. das? Und genau. Und hat das einen Wert oder nicht, ne? Genau, und wer bist du Und wer überhaupt? bin ich überhaupt? Ja, soll ich vielleicht mich kurz vorstellen sogar? Genau. Ja. Also Christian Müttertiess, wie man unschwer wohl hören wird, bin ich auch aus dem Saarland. Genau gesagt aus Marpingen. Man sagt mir nach, das hört man spätestens nach dem dritten Satz, auch wenn ich anfange, Deutsch zu reden, Hochdeutsch. Oder nach dem ersten Ja, R. klappt nicht. Ne? Ja, 50 Jahre alt seit diesem Jahr, in Fachkreisen deshalb auch der Opa genannt. Und ja, ich fotografiere seit vielen, vielen Jahren. Bin mit so gerade noch in die Digitalfotografie mit groß geworden. Analog habe ich nicht mehr mitgemacht. Fotografiere im Prinzip Natur, Landschaft, im Hauptsächlichen Reisefotografie. Mache das schon seit Jahrzehnten, kann man jetzt schon fast sagen. Und genau, und bin einer der Initiatoren dieses Fotofestivals in Illingen, was wir dieses Jahr jetzt zum zweiten Mal machen werden. So. Ganz grober Abriss über mich. Ja, also generell, wir erwähnen es ja schon immer wieder, überall im Laden sieht man auch die Werbung dafür, die Programmhefte sind jetzt da. Genau. Also grob können wir mal von unserer Seite aus sagen, die Photonenmesse, das Photonenfestival, werden wir gleich noch genau eingehen, Das. wie wir es jetzt in Zukunft wirklich nennen. Für uns ist immer so, es ist da quasi unsere Hausmesse, Ja, darum für euch ist es eine die Messe, ist Messe, klar. Primär genau. bei euch im Kopf ist es eure Messe, eure Hausmesse wahrscheinlich, auch organisatorisch etc. Genau, Für es wird auch uns, wirklich die Herbstmesse jetzt ersetzen. ah Also super, ne? bisher hatten wir im Haus ja immer noch im Herbst selber Messe gemacht und jetzt haben Mhm. wir gesagt, das würde so eng zusammenliegen und auch schwierig von allen Herstellern dann nochmal die Industrie mit reinzukriegen, einfach 1, 2 Monate später nochmal eine Ja. Messe aufzustellen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das in einem, dass dann die Photonenmesse, das Photonenfestival unsere Herbstmesse wird. Ja, ist ja sowohl zeitlich als auch räumlich sehr, sehr sinnvoll. Also würde eh auch zeitlich sehr eng zusammenliegen. Wir sind auch am 1. Septemberwochenende, die Herbstmesse ja auch so irgendwo. Und dann, klar, ist sehr, sehr, sehr sinnvoll, das dann auch so zu machen, denke ich. Genau. Also generell, wie ich jetzt raushöre, das Festival, Das Fest für uns es ist ist das Photon. Festival, genau. Ne? Für uns ist es ein Fotofestival. Vielleicht kann ich kurz ausholen, wie es dazu gekommen ist, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer ja in dem Fall sogar, ne, vielleicht sich mal so ein Bild machen können. Daniel Spohn, Ulrike Sutter und ich haben vor vielen Jahren angefangen zusammenzuarbeiten. Und zwar haben Daniel und ich zusammen mit der Ulrike die Fotomission in Merschweiler mit übernommen. Uli hat die schon ganz, ganz viele Jahre, schon über 20 Jahre organisiert über das Kulturamt. Und da sind Daniel und ich mit eingestiegen, sage ich jetzt mal so. Und dann kam, das lief alles super, ausverkaufte Hallen, da geht es also immer um große Vorträge in Hallen, ne? Lief alles super und dann kam das große C und hat auch uns natürlich logischerweise die Hallen geschlossen. Und haben wir so überlegt, ja, wie können wir mehr wieder die Menschen zu der Fotografie bringen. Wie können wir die Menschen wieder in große Hallen bringen, zu großen Vorträgen, zu Seminaren, Workshops etc. Und da ist die Ellipse in Illingen als Location einfach perfekt geeignet. Ne? Wir hatten dort immer schon, wenn wir große Auftritte hatten, wie jetzt Michael Martin oder solche Fotografen, die dann 400, 500, 600 Zuschauer hatten, sind wir immer schon in die Ellipse ausgewichen. Und so ist dann eins ins andere übergegangen. Und wie ist das, wenn drei Saarländer den Kopf zusammenstecken? Es kommt irgendeine Idee raus. Und diese Idee war halt dieses Photon-Festival, was wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Und dieses Jahr in die zweite Runde gehen und ja, hoffen einfach und sind auch sehr, sehr guter Dinge, dass das über die nächsten Jahre hinweg sukzessive so ein bisschen ein Punkt auf der deutschen Fotografie-Szene, also nicht nur Festival-Szene, sondern insgesamt in der Fotografie so ein bisschen so ein Fixpunkt werden wird. Genau, also von eurer Seite wird mehr der Event-Festival-Bereich sein, von uns aus Fotomesse, wirklich zum Einkaufen. Genau. Und deshalb denke ich auch, dass dieser Synergieeffekt zwischen uns perfekt ist. Ne? Also wir kommen ja aus dieser Foto-Vortragsszene auch raus, ne? Machen beide auch Vorträge auf der Bühne. Von daher haben wir auch sehr gute Connections in die Szene und kommen an echt hochwertige, sehr, sehr gute Vortragenden ran.
Starten dann auch natürlich die Seminare und Workshops vor Ort so aus. Und es gibt auch nichts Cooleres, wie wenn man so irgendwo hingeht. Und es ist noch parallel eine sehr hochwertig besetzte Messe wie jetzt dieses Jahr, wo ihr dann Hauptsponsor auch seid vom fotografischen Bereich. Das ist, glaube ich, für jeden, der da irgendwie ein bisschen ja, ein Gefühl hat, Interesse dran hat, das ist ja super. Ne? Ja. Genau, also ich habe ja auch gesehen, es gibt selbst quasi Vorträge, Workshops für Smartphone-Fotografie. Genau, also selbst für den, der sagt, ich habe keine Kamera, ich kann mir keine leisten. Ja, wir wollen. Ich habe aber ein Handy, weiß nicht, wie kann ich damit richtig fotografieren? Selbst dafür ist was dabei. Also wir haben auch versucht, wir kommen zwar beide aus der Naturfotoszene, sage ich jetzt mal, Reisefotografie, aber wir haben trotzdem versucht, das Programm sehr breit aufzustellen, sodass jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, Natur und Reise. Fotografie vor Ort gezeigt wird. Ja, also für jeden was dabei. Vielleicht, ich habe hier so einen Spickzettel liegen, für die, die Video gucken. Ne? Der liegt auch hier aus, also wer einen gerne, kann einfach vorbeikommen. Wir haben den auch online. Genau. Zum Runterladen einfach. Also wer auf die Seite geht, photon.saarland, da gibt es einen extra Link, die PDF, da kann man das Programmheft als PDF komplett runterladen, kann das auch schon mal durchblättern, jetzt vor dem Festival und sich da ein bisschen orientieren. Ne? Ja, ich würde vielleicht mal kurz erklären, was die einzelnen Programmpunkte, sage ich jetzt mal, von dem Festivalbereich sind. Und wenn wir dann nachher noch auf die Messe kommen, wer genau an Ausstellern da ist, da kannst du vielleicht ja dann auch noch ein bisschen was dazu sagen, was die denn vor Ort dann oder was ihr vor Ort macht. Genau, ja? Was wir schon mal ankündigen können, dass auch einen Gewinner geben wird in diesem Podcast quasi im Video. Also genau. Auf YouTube machen wir das. Einfach kommentieren und es gibt einen Vortrag von dir, also die Teilnahme bei dem Vortrag zu gewinnen. Ein Seminar, das ich mache auf dem Festival selbst dann auch über Seascape-Fotografie. Das ist so ein bisschen mein Herzblut, sage ich jetzt mal. Ja, da kommen wir ja gleich dann genau, dazu. Und in diesem Seminar gibt es dann einen Platz zu gewinnen. Genau, also dann einfach kommentieren, warum man gerne dabei wäre und kommentieren, sagen, teilen, genau, alles. Überall hinschicken, Vater, Mutter, Opa, alle einbinden und dann Vollgas. Genau, und in dem nächsten Podcast werden wir dann bekannt geben, wer der Gewinner ist. Die Glückliche ist. Genau. Ja, also um mal so ein bisschen einen Überblick über das Festival zu verschaffen. Wir haben, ich sage jetzt mal, drei große Live-Reportagen in dem großen Saal der Ellipse. Ne? Der fasst zwischen 500 und 600 Leuten. Da haben wir drei große Live-Reportagen drin. Freitagsabends am 6. ist die Eröffnung mit Namibia. Beppo Niedermeyer, National Geographic-Fotograf, der schon ganz, ganz viele Jahre in Namibia verbracht hat, auf vielen, vielen Reisen. Und er nimmt dann die Besucher mit auf diese Reisen durch Namibia. Und ihr könnt mir glauben, Beppo ist da richtig gut. Also er ist ein richtig guter Geschichtenerzähler. Er macht freitags sozusagen die Eröffnung des Festivals auch. Ne, mit entsprechend Schirmherrschaft ist der Bürgermeister auch da von Ilingen. Und an diesem Freitagabend ist also lediglich der Vortrag, der große Vortrag Namibia und dann die offizielle Eröffnung des Festivals. Genau, was wir halt auch sagen könnten, generell gibt es also keinen Eintritt bei dem Festival, aber Vorträge oder die Seminare, genau. Dafür gibt es halt eine Teilnahmegebühr und man sollte sich auch rechtzeitig anmelden. Auf jeden Fall. Wir haben zwei, also ich gehe dann jetzt mal gerade den nächsten Schritt. Der zweite große Vortrag ist Borneo. Ne? Borneo wird dann am Tag später sein. Das ist Dieter Schonlau und Sandra Hanke machen das zusammen. Dieter, also die haben, ich glaube, 13 Jahre insgesamt in Borneo gelebt, im Regenwald. Auch Geschichtenerzähler vor dem Herrn. Sie nehmen ja die Zuschauer mit in diesen Regenwald zu den Orang-Utans, wie es dort, was dort abgeht, wie die dort sich ja durchschlagen teilweise. Auch National Geographic-Fotograf, also auch hier sowohl fotografisch als auch erzählerisch auf der Bühne. Absolute. Also es ist nicht nur, man sieht Bilder und irgendwelche Einstellungen von der Kamera, also wirklich mit. Also es ist was an. Also ich höre immer, ja, da kann ich, also jetzt zum Beispiel, ein Beispiel jetzt, wir hatten zum Beispiel Micha Martin mal, ne, da sagen viele, ja, ich kann mir auch die D-Max-Doku anschauen. Nee, wenn ihr den live auf der Bühne diesen Menschen stehen seht und der moderiert seine Bilder live mit Emotionen und nimmt euch dann mit zu seinen Reisen, das ist was ganz anderes, wie wenn ihr auf der Couch liegt, habt noch eure Zehen im Bild und schaut D-Max. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ne? Die beiden kosten natürlich Eintritt, die beiden Multivisionen. Wir haben eine dritte Multivision, wirklich eine große, und da sind wir echt froh, dass das geklappt hat. Greenpeace kommt zu uns. Greenpeace macht auch einen Vortrag auf der großen Bühne in der großen Halle, und der ist tatsächlich auch kostenlos für alle
die einfach kommen wollen, gehen einfach die Halle rein, schauen sich das an. Die Luisa Schneider wird kommen, sehr aktive, auch im Social Media ist sie sehr, sehr aktiv für Greenpeace, ist überall auf allen Bühnen zu Hause und sie nimmt, ja, sie geht so ein bisschen die 5 Kipppunkte im Klima. Ja, so ein bisschen kritisch wahrscheinlich auch, aber auch humorvoll verpackt. Und hier ist Greenpeace, ja, wir sind irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert hat. Irgendwie sind wir mit Greenpeace zusammengekommen. Die waren sofort begeistert, wir waren sofort begeistert. Und da haben wir gesagt, komm, wir haben die Halle, die große Halle, und da setzen wir das um. Ja, also das Ding kostet keinen Eintritt. Perfekt. Der ist auch Samstagmittag. Ja. Genau, das sind so die großen Live-Reportagen auf der großen Bühne. Ja. Dann zweites Standbein, du hattest eben schon erwähnt, sind dann noch Seminare und Workshops, die wir auf dem Festival anbieten. Was ist da jetzt der Unterschied dazu? Genau, das ist immer die erste Frage, das stimmt ja, wirklich. Ne? Also grundsätzlich ist es so, der Hauptunterschied ist, ein Seminar ist immer ohne, dass der Teilnehmer mitarbeitet im eigentlichen Sinn. Also bei den Seminaren braucht ihr keine Kamera mitbringen, kein PC, kein Laptop, nichts. Da ist praktisch ein Vortänzer, ein Schullehrer, ein Lehrer, der einen Vortrag hält und man hört dann im Prinzip zu. Also es ist ein Frontalunterricht. Ja. Die Seminare sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich von den Themen her. Ne. Gegenüber den Workshops wieder, die sind teilnehmerbegrenzt, was die Seminare nicht sind. Also die Workshops sind immer teilnehmerbegrenzt von den Referenten. Wir haben zum Beispiel Thomas Adorf, den kennt ihr ja auch hier im Hause sehr, sehr gut. Der hat uns gesagt, ja, ich mache den Workshop bei euch, aber maximal Teilnehmerzahl ist so viel, weil mehr kann ich nicht unterwegs mit instruieren. Dann hast du 15 verschiedene Kameras, muss ich ihm erklären, wo ist da was in der Kamera. Und, dann, und das kriegt selbst ein Thomas Adorf irgendwann halt nicht mehr richtig hin, so wertig hin, dass er sagt, dafür kann ich meinen Namen hinstellen. Und wir wollen auch, dass gerade bei den Seminaren und Workshops auch das Niveau sehr, sehr hoch gehalten wird. Also so 20 Minuten, ich erzähle euch jetzt, wie Blitzen geht, das geht in meinen Augen nicht. Das ist weder ein Seminar noch ist das ein Workshop. Das ist nur. Und es soll ja auch jeder Teilnehmer wirklich was lernen können. Nicht am Anfang aussteigen, weil irgendwie meine Kamera macht das anders und ich komme nicht mehr mit. Genau, und jetzt steige ich aus und redet ihr mal weiter. Ne? Genau. Das wollen wir halt nicht. Die Workshops kosten natürlich auch Geld, genau wie die Seminare auch. Und dort ist aber ausdrücklich Mitarbeit der Teilnehmer. Ne? Nicht nur erwünscht, sondern ja. Man sollte dann auch mitarbeiten. Ne? Bringt die Kamera mit, man hat sein Equipment dabei und die Referenten leiten am Equipment und auch an zum eigentlichen Thema dann an. Ne? Also, und die sind meistens mit 10 bis 12 Personen halt gedeckelt. Und da gerade deshalb sind die Workshops auch was, wo man sollte jetzt nicht bis einen Tag vor dem Festival warten, um einen Workshop zu buchen, der einem gefällt halt. Genau, also lieber schnell einen Platz sichern, damit man auf jeden Fall auch dabei ist. Wie bei allem, also wir machen da auch keine Auswahl oder was, ne? Wer zuerst das Ding bucht, hat halt und einen. Wenn er voll ist, ist er voll. Und wenn er voll ist, müssen wir dann leider absagen. Wir haben auch keine Ressourcen, wie es ja manchmal ist, zu sagen, wir machen noch einen zweiten hinten dran mit dem gleichen Referenten. Das haben wir zeitlich einfach. Die Ressource ist nicht da. Insofern, wenn er einmal voll ist, ist er voll. Die Seminare können im Prinzip kaum voll werden. Also wir haben einen kleinen Saal, da gehen 40 Leute rein. Und dann haben wir ja noch Teile der Seminare in dem 600-Mann-Saal. Also die werden nicht voll. Vielleicht. Nee, das glaube ich nicht. Also zu den Seminaren vielleicht kurz. Wir haben, ich nur jetzt mal die Themen genau, etwas kurz ansprechen. Einmal macht der Daniel Spohn, der ja auch Mitorganisator ist, ein Seminar über Bouquet. Eigentlich, was ist das? Wie beeinflusse ich das Bouquet? Wie kriege ich Charakter ins Bild mit dem Bouquet etc.? Welches Equipment nutze ich? Und das Seminar wird halt von Sigma mitgesponsert. Und dann nimmt Daniel als sehr, sehr erfahrener und langwieriger auch Makrofotograf einfach die Leute mit zu diesem vielleicht ein bisschen speziellen Thema. Aber wenn man so mal in die Einzelheiten reinschaut, ein sehr, sehr interessantes Thema. Okay, ist mehr als nur Unschärfe. Genau, Bouquet ist nicht nur Unschärfe. Es ist noch viel mehr, also Vordergrundbouquet, Hintergrundbouquet etc. Daniel ist da schon sehr, sehr tief im Thema und nimmt die Leute dann mit. Dann haben wir zwei ein Bundle oder zwei gleichwertige Seminare zum Thema Adobe 1 und 2.
macht beide, der Olaf Giermann, der auch sehr, sehr viel für Dogma zum Beispiel schreibt. Also wie bei allen Referenten, die wir vor Ort haben, legen wir großen Wert darauf, dass es wirklich auch Leute sind, die ihr Wissen vermitteln können und die auch ja einen gewissen Wissensstand dann auch immer wieder pflegen und haben. Und Olaf ist da sehr, sehr tief im Thema. Es ist einmal Adobe sozusagen sein Workflow oder ein moderner Workflow wird einfach erklärt, sage ich jetzt mal, von Import bis Export, wie durchläuft man die Adobe-Familie der Programme oder wie macht man Lightroom vielleicht ein bisschen sinnvoller? Wann nutzt man welches Programm vor allem? Zum Beispiel solche Sachen. Und auch hier geht er schon so ein bisschen noch ein auf einzelne Punkte jetzt zum Beispiel in Lightroom. Wie gehe ich ein bisschen schneller vor? Wie nutze ich den automatisierten Import und solche Sachen? Dann haben wir Adobe 2, geht es dann schon ein bisschen selektiver in die Bildbearbeitung rein, auch nochmal mit KI-Masken und so, ne, was ja jetzt gerade ein Riesenthema ist, das nimmt er auf jeden Fall mit auf, wobei KI noch einen größeren Stellenwert auf dem Festival hat. Wir haben nämlich noch ein Seminar mit ihm und das ist ein bisschen provokant formuliert, KI, das Ende der Fotografie. Also es ist ein bisschen provokant formuliert, aber es wird ja durchaus auch so gesprochen. Bei euch im Laden ja vielleicht ja, gibt es auch diese Gespräche. Täglich ein Thema, die KI. Ja. Man kann ja quasi alles Mögliche mit erstellen. Und wozu brauche ich dann überhaupt noch eine Kamera? Genau, denn man kann ja sagen, hier Strand, Weiß, Wellen und ich selbst noch als Porträt im Bild und die KI macht das dann alles irgendwie. Und genau, sag's nicht zu laut, sonst macht der Chef keinen Urlaub mehr. Dann ja, guck dir Bilder in der KI an, musst du nicht mehr wegfahren. Genau, ja. Und genau so wird ja diskutiert überall. Ne? Wir waren jetzt vor kurzem auf der Photo & Adventure in Duisburg, hatten da einen guten Kontakt zu jemand, der halt auch bei Adobe mit drin ist oder fit ist, sage ich jetzt mal. Die sagen alle, das ist nicht mehr aufzuhalten, das ist die KI, das wird noch mehr kommen, das ist halt einfach jetzt, die Zeit kommt, wir müssen uns alle damit abfinden. Ne? Und haben wir halt gesagt, dann lass uns doch auch auf dem Festival diese KI zu einem großen Thema machen. Ne? Und bei dem Seminar geht es jetzt tatsächlich auch so ein bisschen Chancen der KI. Wie kann ich es nutzen, wie kann ich es sinnvoll nutzen, was sind auch die Gefahren der KI? Also es ist wirklich so ein bisschen das Thema über dieses Seminar drüber gestellt, von Olaf Giermann halt auch moderiert. Genau. Wir nutzen hier auch regelmäßig KI-Tools in Photoshop, wenn zum Beispiel irgendein altes Bild kommt, allein für Retuschen und so Sachen dafür, oder wenn das Seitenverhältnis nicht passt, Bereich markieren, künstlich generieren und das Bild wird erweitert mit Sachen, die gar nicht mit auf dem Foto waren und aber ich habe später keine weißen oder schwarzen Ränder im Rahmen drin und es passt zusammen und ich habe im Hintergrund mehr Wiese, wo eigentlich nichts mehr war. Erschreckend, wie einfach es ist, ne? Genau, inzwischen. Aber später, Hauptsache das Ergebnis passt dann dafür, genau, dass ich dann wirklich auch ein altes Bild mal in groß einrahmen kann und das Ganze nochmal schön anschauen kann. Und so nutzt halt jeder, der irgendwo in der Fotografie unterwegs ist, ne? Ob ihr jetzt das professionell im Ladengeschäft macht oder ja, der normale Anwender zu Hause an Lightroom, der füllt auch die Ecken irgendwie dann nochmal. Ne? Also so nutzt jeder heute Software. Und genau, dafür ist es ja super, halt Unterstützung. Genau. Ich würde jetzt nicht sagen, generiere mir ein Bild von meiner Oma in der Jugend. Das wird vielleicht auch gar nicht so genau klappen, ne? Ja, irgendwann kommt das irgendwann noch. Ja, leider. Und dann haben wir ein für uns extrem wichtiges Thema. Was uns wirklich wichtig ist, wir wollen auf dem gesamten Festival auch ein bisschen die Jugend ansprechen und die Jugend mit einbinden. Und so haben wir jetzt für Sonntagmorgen einen Vortrag von Dieter Schonlau tatsächlich, also wirklich ein hochwertiger Vortrag. Und der hat den Borneo-Vortrag sozusagen als Grundlage genommen und hat daraus extra einen Vortrag für Kinder und Jugendliche gestaltet. Also er spricht auch die Kinder und Jugendlichen an, ne? Also er spricht auch die Sprache entsprechend. Er nutzt entsprechende Vokabeln etc. und geht dann dort auf das Thema Regenwald, die Zusammenhänge, Artenschutz, Klimaschutz und alles ein. Auch deutlich kürzer, also eine Dreiviertelstunde, gerade so Schulzeit, ne? So eine Stunde in der Schule. Und auch dieser Vortrag ist für alle Jugendlichen, für alle Kinder und jeweils noch einen Erwachsenenteil mit frei. Also da kann jeder einfach sonntags morgens vorbeikommen, geht dann rein in den großen Saal der Ellipse und dann wird dort Dieter auf der Bühne stehen und wird dann über seine Erlebnisse kindgerecht sozusagen erzählen. Und da hoffen wir. Die Jugend rangezogen an die Fotografie. Genau, also erstens, er ist ja ein begnadeter Fotograf. Also erstens werden die da Bilder sehen. Also
Makros in Größen, das ist ja eine Riesenleinwand, also das ist eine Riesenleinwand. Wir haben einen der, ich würde jetzt tatsächlich behaupten, stärksten Beamer im Saarland vor Ort, ich glaube über 20.000 Lumen, also ein richtig fettes Ding. Und wenn dann, wenn man so, ja, ich sag jetzt mal, kleinste Gecko-Augen auf so einer Riesenleinwand, ne, gerade für Kinder, das ist einfach was Cooles, ne, ja, so zu sehen. Wir hatten letztes Jahr tatsächlich auch schon einen Jugendlichen Vortrag von der Ulla Lohmann, die da war, über Vulkane. Und das war halt auch, die Kinder, die haben nur mit den Augen gestrahlt, weil da stand Ulla Lohmann, die in den Vulkan gestiegen ist, ne, und hat dann von ihren Erlebnissen erzählt. Das war für die wirklich ein Erlebnis vor Ort. Ne? Und es kostet halt nichts und wir hoffen, dass die Eltern dann gerade so ein bisschen auch mitziehen, wenn sie sowas hier hören oder sehen. Genau, dann haben wir halt eben gesagt, Dieter Schonlau noch vor Ort mit einem Seminar auch zum Thema Makrofotografie. Eigentlich sehr logisch, weil er kann es echt und wird dann so ein bisschen aus der Trickkiste erzählen, wie er vor Ort auch vorgeht, auch gerade unter erschwerten Bedingungen, welches Equipment nutzt er, wie baut er vielleicht auch vor Ort die Location auf, um Makro zu fotografieren. Da wird er ganz stark drauf eingehen. Und dann haben wir nochmal Olaf Giermann, und zwar nochmal weitergegriffen, das Thema KI, aber nicht Adobe KI, sondern also KI-Tools in der Fotopraxis. Also er geht hier nicht explizit auf Adobe an, Capture One etc. ist alles mit dem Thema. Auch hier vielleicht einfach auf der Homepage lesen, das sind alle genauen Beschreibungen drin der Seminare, worum es jetzt genau in welchem einzelnen Seminar geht. Dann kommt der hier sitzt, der Opa, ne, der Christian Mitterthies, der macht von Case unterstützt ein Seminar zum Thema Seascape. Also eine ganz spezielle Art in der Natur-Landschaftsfotografie im Prinzip. Alles, was mit Küstenfotografie im großen Sinn zu tun hat. Und es kommt auch noch ein kleiner Teil mit rein, ich sage jetzt mal Flussfotografie, bewegtes Wasser. Also alles, in die Wasserrichtung. Was so in die Richtung zusammenspielt, ist bei mir im Seminar alles mit drin. Von so Planung der Location, weil das gerade bei sowas sehr, sehr wichtig ist, Planung der Location bis nachher zu ja, vielen Bildbesprechungen. Wie ist genau dieses Bild jetzt entstanden? Weil, was habe ich da für Filter benutzt und etc.? Genau, also wie kann ich Wasser auch zeigen, dass sich bewegt? Wie kriege ich es weich? Wie kriege ich es dann so weich, dass es aussieht wie eine Wolke? Wie kriege ich noch Struktur rein? Und genau die Themen sind dann in dem Seminar. Genau, und das ist auch das Seminar, wo man die Teilnahme gewinnen kann. Richtig, genau. Da kann jemand eine Teilnahme gewinnen. Das ist dann sonntags, das Seminar um 16 Uhr. Genau. Genau, und dann haben wir noch, um noch das letzte Mal das Thema KI abzuschließen, legen wir den kompletten Deckel drüber und haben einen Rechtsanwalt für Medienrecht vor Ort, der uns mal erklären wird, oder er wird es versuchen, wo ist eigentlich die rechtliche Lage von KI? Das ist nämlich noch alles andere als geklärt. Wem gehört das Bild? Was kann ich damit machen? Gibt es überhaupt eine Rechtsgrundlage? Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt noch überhaupt keine Rechtsprechung in ganz Europa nicht, was KI angeht. Es gibt keine Anhalte, keine Gesetzbücher, die KI beinhalten. Und da ist Wolfgang Rau als Präsident des DVF und noch als Anwalt genau der richtige Mann dafür. Der wird in diesem Seminar dann das Thema KI komplett natürlich nicht fotografisch bearbeiten, aber die Rechtslage einfach mal aufklären. Ne? Genau, weil auf die KI muss auf irgendwelche Datenbänke zurückgreifen. Es geht zum Beispiel auch da los, ich habe jetzt von einem Fall gehört, KI hat ein Bild generiert eines Mannes, der fiktiv war, aber der hat so stark einem echten Menschen geglichen, dass der geklagt hat. Dann geht's los. Ne? Was ist jetzt? Also das wird noch irgendwie Blüten ziehen, dieses Thema, glaube ich. Ne? Genau, das war jetzt im Prinzip das Thema Seminar. Ich habe viel geredet. Hast du irgendwie, sorry. Ja, alles gut. Du stellst ja das Programm vor. Also daher passt alles. Also ich sehe es ja so. Erstens bin ich mal super dankbar, dass ich hier sein kann, bei euch hier auch, ne, und das vorstellen kann. Und natürlich sind wir alle auch, glaube ich, froh mit der Entwicklung, mit der Entscheidung, dass ihr bei uns beim Festival dabei seid als lokaler Händler hier in Saarbrücken. Das ist ja genial, ne? Alles nah zusammen. Und genau. So können wir da, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenarbeiten dann. Ne? So, das hier gehört dann halt jetzt irgendwo dazu, weil jetzt ganz aktuell das Programmheft halt auch rausgekommen ist. Genau, und wir können ja auch schon sagen, die nächsten Jahre wird das ja auch zusammen weiterlaufen. Auf jeden Fall. Also auch wir haben das ganze Projekt mindestens auf 4-5 Jahre schon angelegt. Und ich glaube einfach, das macht so viel Spaß, das wird auch noch länger gehen. Es sei denn, es passiert irgendwas, was man gar nicht voraussagen kann, wie irgendwelche große Cs oder wie dann heißen. Ne? Genau. Aber da gehen wir jetzt alle mal nicht davon aus. Ja, und auch wenn jetzt irgendwelche Fragen dazu auftauchen, einfach kommentieren. Genau, genau. Wir beantworten das. Wenn wir es nicht weiter wissen,
reichen wir es weiter an euch, die Fragen. Genau, also. Das ist also jederzeit sehr gerne, wenn ihr auf der Homepage seid, da sind auch alle Kontakte drauf, zu uns direkt. Das sind, also man kann euch auch einfach direkt anschreiben, ja, ja, nachfragen, wenn was ist. Es gibt auch eine direkte E-Mail zu uns. Es gibt also auf der Homepage auch alle Informationen nochmal mit einem Zeitplan, was ist wann, wo, wie, wo muss ich hingehen. Also das ist, glaube ich, schon auch relativ übersichtlich. Wenn aber trotzdem Fragen sind, jederzeit einfach bei uns halt melden. Genau. Dann haben wir das nochmal, um die Jugend mitzunehmen, um das Thema nochmal aufzunehmen, präsentiert in dem Fall von Ursafarm Engagement. Die haben uns da wirklich unterstützt. Und zwar machen wir einen Jugendfotowettbewerb um das Festival herum. Da geht jetzt am Montag, ist glaube ich der erste, da geht es los, dass man die Bilder hochladen kann. Hier können alle Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz mitmachen. Auch auf der Homepage am besten gucken, gibt einen extra Reiter, Wettbewerb, da kann man draufgehen, da ist auch der Link da nachher. Da steht auch ja so ein bisschen, was wir für Bilder sehen wollen. Es steht auch drin, wer in der Jury ist, nämlich zwei National Geographic-Fotografen. Also wer da ein Bild einreicht und was gewinnt, der hat echt was abgeliefert. Das ist also schon was Großes. Das ist was, ja. Ja. Wir können auch sagen, dass es Preise im Wert von gut 1000 Euro geben wird. Die ersten drei werden halt auch prämiert. An diesem Sonntagmorgen, wo der Kinder- und Jugendvortrag ist, auf der Bühne werden dann die Preise übergeben von dem Wettbewerb, von dem jugendlichen Wettbewerb. Und das ist halt auch ein sehr wichtiger Standpunkt. In welchem Altersbereich ist das? Von 10 bis 17 Jahren. Also das ist, glaube ich, so... Entschuldigung, das ist, glaube ich, so ein Alter, wo schon sehr, sehr gute Ergebnisse auch von Jugendlichen auch gemacht werden, ja, abgeliefert werden. Und ganz wichtig, von Handy bis, was weiß ich, im Papa die R1 klauen. Also egal, es kann alle, also es ist jetzt nicht ein großer Anspruch an die Technik, die dahinter steht. Es geht um das Bild, was gezeigt wird, ums Ergebnis. Also selbst wenn es eine Polaroid ist, es zählt das Endergebnis, zählt das Endergebnis, was da am Ende rauskommt. Genau, also und hier hoffen wir halt auch, dass wir so ein bisschen nochmal die Jugend so ein bisschen näher zur Fotografie kriegen mit dem Wettbewerb. Genau, dann haben wir halt das große Thema der Workshops, sprich der Teilnehmer arbeitet mit, arbeitet in Anführungszeichen, er soll ja Spaß haben, ne? Aber noch mehr Erlebnis. Noch mehr Erlebnis, genau. Da haben wir auch nochmal verschiedene Themen aufgegriffen. Ein großer Themenkomplex ist Lightpainting. Wir haben Lightpainting in zwei Workshops praktisch aufgeteilt, weil das einfach ja, die Locations nicht in eine reinzupacken sind. Ne? Und so haben wir halt Lightpainting 1 im Bergwerk Rheden an den Wassergärten oben und Lightpainting 2 ist in den Schlossberghöhlen, haben wir die Genehmigung, dürfen wir Lightpainting in den Schlossberghöhlen machen und am Saarpolygon. Das ist dann logischerweise an zwei verschiedenen Abenden, weil es muss ja dunkel sein. Ne? Die Schlossberghöhlen sind tatsächlich dann ein bisschen vorgezogen, weil dann ist in den Schlossberghöhlen ist ja dunkel genug. Ja, genau. Und Uli Pietsch, der das macht für uns, ist, glaube ich, der weitgereisteste Referent dann. Der kommt aus dem Norden, aus dem hohen Norden, ich glaube aus Hamburg sogar. Und er ist sehr, sehr erfahren, was Lightpainting angeht. Er macht ganz tolle Sachen. Also wenn einen dieses Thema interessiert, seid ihr da, denke ich mal, genau richtig. Da ist dann auch Treffpunkt direkt an der Location selber. Genau, das steht auch teilweise hier im Programmheft tatsächlich mit drin oder halt in der exakten Beschreibung des Workshops steht das genau, dann. Nicht, dass jemand auf das Festival kommt und genau, den Shuttlebus erwartet. Ja. Also dabei muss man schon an diese Location schon mal kommen. Danach kann man ja gerne oder davor genau auf das Festival und dann. Also es ist, man muss wirklich schon genau durchlesen, weil manche gerade Workshops starten tatsächlich auch mit einem kurzen Theorieteil in der Ellipse und gehen dann raus. Ne, da muss man also an jedem eigenen einzelnen Workshop kurz lesen, wie der Ablauf dann auch genau ist. Genau. Ja? Dann haben wir logischerweise, wenn wir den schon mal im Saarland haben, den Beppo Niedermeyer, haben wir zwangsverpflichtet, dass er eine Landmarkentour durch Saarland macht, sprich auch ein zweigeteilter Workshop. Er wird einmal Saarschleife, Sonnenaufgang, Saarpolygon machen und dann abends nochmal Völklinger Hütte und hier Innenstadt Saarbrücken. Also da hat man echt die Möglichkeit, mit einem National Geographic-Fotografen hier durch Saarland zu ziehen und dem ein Loch in den Bauch zu fragen, im Prinzip. Ne? Also dann auch wetterentsprechende Kleidung. Richtig, also die finden halt draußen statt. Entsprechende Kleidung ist halt dann Grundvoraussetzung und
es gibt natürlich Wetterlagen, dass er nicht stattfindet, aber die können wir ganz, ganz wenige sind das. Genau. Da geht noch, falls ihn jemand kennt aus dem Saarland, der Nico Schütz, ein guter Freund von uns, der geht da mit als, ich sage mal, Local Guide, weil der Beppo kommt aus dem Bayerischen, der kennt sich im Saarland nicht so gut aus, aber Nico kennt sich hier super gut aus und der geht halt sozusagen als Vorort-Guide mit, um Beppo dann auch nochmal so ein bisschen mit an die Hand zu nehmen, das Organisatorische, wo fahre ich wann hin, da ist schon besser, wenn das jemand macht, der sich hier im Saarland auskennt. Genau. Ne? Gerade hier Innenstadt Saarbrücken, wenn ich da hin muss und weiß nicht, wo ich parken soll, etc. So wie ich. Bist du aus Erfahrung? So wie ich eben, genau. Ich will ja nichts sagen, aber Saarbrücken ist die einzige Stadt, glaube ich, außer Antananarivo, wo man noch mit Bargeld seinen Parkplatz bezahlen muss. Ja, muss. Die Parkuhren stehen nicht mehr. Muss. Ne? Nee, alles gut. Und dann haben wir von Tamron präsentiert Thomas Adorf. Den kennt ihr ja auch sehr, sehr gut. Thomas ist ja oft für euch, glaube ich, auch hier im Einsatz. Macht auch nächste Woche bei uns den Workshop. Ah, okay. Und das kommt ja vor nächste Woche noch. Ich hoffe es. Ja, dann also Thomas schon mal hier kennenlernen. Ne? Der ist echt fit. Also gerne. Sind noch Plätze frei? Genau, sind noch Plätze frei. Ah. Ist auch ein Tamron-Workshop. Super. Dann, genau. Also Thomas ist echt fit und wirklich, er vermittelt das Wissen wirklich sehr, sehr, sehr gut. Jahrelang erfahren. Insofern in seinem Genre ist er, glaube ich, was Workshop-Leitung angeht, einer der besten überhaupt. Ja. Und er macht bei uns zweierlei Workshops. Einmal so Science-Fiction-Portrait nennt er das. Die Models sind wirklich so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angezogen. Er geht dann ganz viel auf Lichtsetzung ein, etc. Von A bis Z macht Thomas da das komplette Programm durch. Und als zweites dann, er nennt es Lost Portrait, also Schwarz-Weiß-Fotografie, Porträtfotografie. Ja, die Farbe lässt man weg, konzentriert sich nur noch auf das Wesentliche im Prinzip. Mehr Ausdruck drin. Mehr Ausdruck. Tief. Und genau, und das ist dann der zweite Workshop von Thomas. Was wir aber, fällt mir jetzt gerade noch ein, auch noch über Tamron haben. Der Klaus Wohlmann wird noch über Tamron auch nochmal, ist dann bei uns auf der Homepage auch online zu buchen, solche Fotowalks im engeren Umkreis der Ellipse anbieten. Da müsst ihr auch auf der Homepage nur schauen. Da geht er mit einer begrenzten Anzahl an Fotografen raus zu einem Fotowalk und ja, da ist die Burg, da ist ein kleiner Weiher und nimmt dann die Teilnehmer mit, so ein bisschen mit ihrem Equipment dann auch vor Ort sich Gedanken zu machen, Ideen zu entwickeln und bei den Fotowalks dann entsprechend angeleitet von Klaus Wohlmann, der das schon seit Jahrzehnten richtig gut macht, dann zu fotografieren halt. Genau, und die letzten zwei Workshops, nee, drei haben wir noch, aber die einzelnen von Sigma noch, die Elena Peters wird kommen und zwar geht es da auch um kreative Porträtfotografie. Also ihr merkt gar nicht, also wenn du mich fragst, gar nicht mein Thema. Ich sage immer, ich fotografiere alles, was nicht reden kann. Sprich, alles, was ich nicht wehren kann. Porträtfotografie ist, nee, aber genau deshalb, wir wollen das halt sehr, sehr breit aufstellen und sie macht halt viel über Posing, Lichtsetzung und mit kreativen Hilfsmitteln. Ne? Also jetzt nicht nur das, in Anführungszeichen, nur das Equipment von der Stange, sondern sie nimmt auch mal so Alufolien etc. Also so ein bisschen Kreativität in der Porträtfotografie. Und das haben wir auch in der Fotoschule gehabt mit Dickmann-Packungen. Wenn die aufgegessen sind, innen drin ist immer Folie drin. Irgend sowas. Ne? Genau. Also, dass man so ein bisschen mal weiterdenkt, vielleicht so den nächsten Sprung macht, wenn man auch schon vielleicht sehr erfahren ist in der Porträtfotografie. Aber sie ist auch sehr jung. Also, ne, ich bin 50, sie ist sehr jung, wenn ich sie sehe. Da sind einfach andere Ideen vielleicht da, wo man gar nicht so im ersten Moment drauf kommt dann. Ne? Und das macht sie in ihrem Workshop dann auf jeden Fall sehr, sehr gut und genauso kreativ, weil ne, unberechenbar ist der nächste. Da geht es halt um Hundefotografie. Ganz spannendes Thema. Da sind wir wirklich schon sehr viel danach gefragt worden, gerade zu diesem Workshop. Es gibt einfach viele Leute, die Hunde haben, die gerne fotografieren und kriegen ihren eigenen Hund nie so richtig, wie sie es wollen. Das schlimmste Beispiel, so von oben runter fotografieren. Ich bleibe stehen und habe vielleicht noch einen ganz kleinen Hund vor mir. Und genau, also die Draufsicht vor genau. Praktisch. Na, hat er auch Beine, das ist ja nur... ist dann einfach nur eine Kugel von genau, oben. Genau, genau. Nee, und das ist, da ist halt Miriam Fauler, die macht diesen Workshop. Ich muss jetzt natürlich sagen, explizit mit den Hunden der Teilnehmer. Das ist die meistgestellte Frage, kann ich da meinen Hund mitbringen?
Nee. Ja, aber darf nicht zum Workshop. Genau, weil das ist halt, das sind schon Hunde, die von Hundeausstellungen das gewohnt sind, dass sie eine gewisse Zeit konzentriert sein sollten, müssen. Ne? Und wenn man da merkt, der Hund wird unkonzentriert, dann haben wir mehrere Hunde. Sie leitet praktisch die Teilnehmer mit ihrem Equipment an, sodass sie, wenn sie den Workshop gemacht haben, nach Hause gehen können oder zu einem Kollegen, Freund, Freundin, was weiß ich, und dann Hunde fotografieren können, auch mit einem viel, viel breiteren Hintergrundwissen. Genau. Das ist der Sinn dieses Workshops. Nicht, dass 10 Hunde zum ersten Mal aufeinandertreffen, alles am Rumtollen. Genau, das wird Chaos, sonst wird das nichts. Also das ist ganz klar. Was vielleicht noch dazu gesagt werden kann, bevor ich zu dem letzten komme, weil bei dem ist das nicht so, bei allen Workshops gibt es die Möglichkeit, bei unseren Messeausstellern entsprechend, wenn der Mount stimmt, auch Objektive auszuleihen. Genau, also Amron Sigma hat ja eigentlich für jeden was dabei. Genau, also wenn jetzt jemand den Makro-Workshop machen will oder hier Hundefotografie und hat vielleicht gar kein passendes Objektiv für seine Kamera, nicht scheuen, dann vielleicht einen Tag vorher vorbeizukommen und zu sagen, wäre es denn möglich, das und das noch auszuleihen oder nach Buchung vielleicht sogar schon eine E-Mail zu schreiben, sodass wir dann nochmal nachfragen können, könnt ihr am Festival vielleicht ja ein Objektiv mitbringen, XY. Genau, also die Hersteller haben ja auch immer Messedemo-Ware dabei. Ja. Und dann kann man da für einen Workshop auch was ausleihen. Genau, wenn das Objektiv dann passt und ist das Nonplusultra, könnt ihr ja über die Firma Kressung das dann auch. Dann gibt es auch noch einen Messepreis. Erwerben. Ne? Genau. Genau. Das beim letzten Workshop dann passt das nicht so ganz, weil das ist Smartphone-Fotografie. Und da haben wir uns wirklich haben wir lange diskutiert, wer soll Smartphone-Fotografie als Workshop machen? Und da ist uns wirklich zufällig in die Hand gefallen, dass tatsächlich Bebo Niedermeyer, der ja einerseits mit der Red One Filme dreht in Namibia, auch Smartphone-Fotografie als Workshop anbietet. Also haben wir einen National Geographic-Fotografen, der Smartphone-Fotografie als Workshop bei uns macht. Mit allem, was dazu gehört. Da gehört natürlich viel Bildaufbau dazu. Wie kann ich die beschränkte Technik der Smartphones richtig nutzen? Wie gehe ich damit um? Und das ist, glaube ich, gerade für die jungen Leute, ist das eine super Möglichkeit, mit so jemand rauszugehen. Und mehr als nur Instagram-Filter drüber setzen. Genau, er ist da schon ein gutes Stück weiter. Ja. Genau, das war jetzt im Prinzip das Programm, deshalb sage ich Festivalbereich. Des Festivals. Draus steht noch ein Foodtruck. Wir werden noch, typisch saarländisch, stehen da Bierzeltgarnituren. Es gibt Essen, es gibt Trinken. Soll so ein bisschen gemütliche Atmosphäre auch sein. Es ist auch Teile der Messe von euch, sind auch vor der Tür, wo dann das Ganze noch mal ein bisschen verbindet, in der Ellipse und vor der Ellipse. Genau, so wird das dann eine runde Veranstaltung. Genau, also soweit ich weiß, ist ja auch Sigma mit dem Truck da. Genau, mit dem Airliner, genau. Mit dem silbernen. Dann kann man auch vor Ort wirklich alles quasi testen von Sigma. Es ist alles dabei und das sieht schon spannend aus, wenn man da vorbeikommt. Ja, ja, genau. Also Sigma ist vor der Tür mit dem Truck. Die F-Stop wird vor der Tür sein mit einem Van, wo dann im Van praktisch die Sachen präsentiert werden. Wir haben noch einen Wohnwagenhersteller wahrscheinlich vor Ort. Da sind wir noch ein bisschen in der Planung. Und alle anderen Aussteller sind dann im Prinzip im Innenbereich. Was wir auch noch draußen haben, bevor ich es vergesse, sind halt die Ausstellungen. Also wir haben im Vorraum der Ellipse stehen 25, glaube ich, Bauzäune. Und die sind halt beidseitig mit großformatischen Drucken von einmal den Fotografen vor Ort, von Daniel und von mir. Und auch mit der Saarlandmeisterschaft im DVF sind die Siegerbilder, praktisch 15 Siegerbilder des DVF sind dort auch präsentiert am Festival. Also wir haben insgesamt, ich glaube, an die 40 Bilder außen dann auch in einer großformatigen Ausstellung. Also wirklich noch Ausstellungen mit drin, alles komplettes Festival zum Erleben. Kostenfrei. Genau. Die Ausstellung, ne? Und die komplette Messe. Ja. Genau. Und das ist im Prinzip so das Festival. Genau. Was da so ablaufen wird. Also 6., 7., 8. September. Und wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass das dieses Jahr wieder genauso gut ankommt wie letztes Jahr, beziehungsweise vielleicht sogar noch einen Tick draufzulegen ist. Vor allem in Kombination mit euch, denke ich schon, ist das durchaus realistisch. Immer ein bisschen steigern können noch. Genau, ja.
Genau, also zu unserem Teil, das ist dann jetzt eher der quasi Messeteil. Genau. Also wie man es bei uns auch von den Hausmessen kennt, in der Frühjahrsmesse, in der Saarlandhalle und Kongresshalle, es sind quasi so gut wie alle Hersteller vertreten, die wir auch im Laden haben. Und dazu natürlich Messeangebote. Man kann die Sachen direkt vor Ort testen. Wir haben Neuheiten, Vorstellungen, also wenn es dann gerade Neuheiten gibt, die wir noch nicht im Laden haben, das wissen wir halt selber alles noch nicht, was dann genau kommt. Und Sensorreinigung wird es wieder geben. Genau, die ist auch schon online. Genau, also die kann die muss man auch vorher buchen. Richtig, da sind auch die ersten Termine, sind schon tatsächlich gebucht. Das seht ihr auf der, wenn ihr auf der Homepage auf den Reiter Messe geht, einfach ein bisschen runterscrollen, dann sind jeder, also sind 20 Minuten Taktungen, habt ihr, glaube ich, vorgegeben. Ich glaube 20 Minuten. Und da klickt man im Prinzip auf die 20 Minuten, die man will. Und dann wird im Hintergrund eine automatische E-Mail generiert, in die schreibt man dann nur noch rein Kameratyp und Name. Und dann kriegt man die 20 Minuten automatisch als Slot sozusagen geblockt. Ne? Und dann kommt da am Festival vorbei, bringt die Kamera mit und von eurer Seite sitzt dann jemand da und macht dann... Genau, wir verlinken das auch noch alles in der Infobox, dass man dann nicht so lange raussuchen muss. Dann sind alle wichtigen Links drin zu allem, was wir bisher auch schon besprochen haben. Das ist natürlich super, ja. Genau. Genau, und mit der Messe noch, die ist grundsätzlich von den Zeiten her, freitags tatsächlich, wo nur die Eröffnung ist, ist keine Messetag noch. Die Messe beginnt samstags morgens um 10 bis um 17 Uhr und sonntags dann auch nochmal von 10 bis 17 Uhr. Und das sind die normalen Messenzeiten. Genau. Und während der Zeiten sind wir halt auch alle vor Ort und sind für euch da auch alle Hersteller zum Beraten, zum Vergleichen. Also ich kann auch zu dem einen gehen, muss man natürlich kurz absprechen, dass man da Kamera nimmt, mit einer anderen mal vergleicht, dann kann man auch mal rausgehen, vor Ort Bilder machen, kommt einfach jemand von uns mal mit oder man lässt einen Ausweis da irgendwas. Da kriegen wir schon alles geregelt. Genau, ich glaube, da seid ihr deutlich erfahrener als wir, was das Organisieren einer Messe angeht. Wir hatten da letztes Jahr tatsächlich unsere Premiere. Also wir sind da wie ins kalte Wasser gesprungen und dafür muss ich jetzt allerdings sagen, ist zumindest die Rückmeldung der Partner, die vor Ort waren, schon, dass es schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, dieses Jahr wird die Messe durch euren Input, einmal durch euch selbst als Geschäft, aber auch durch die Messepartner, die ihr praktisch dann ja mitorganisiert habt, ist es nochmal, wie zum Beispiel, ich sehe es jetzt hier gerade auf meinem Spickzettel, ne, ich kann es ja mal kurz vorlesen, ne, wir haben Tamron, Sigma, Canon, Sony, Nikon, Panasonic, Fuji, Patona, Novoflex, Case, Vogtländer, F-Stop und den D-Punkt Verlag vor Ort. Das ist, glaube ich, schon für eine Messe, die gerade das zweite Mal in dem Fall dann stattfindet, schon ein sehr schönes Line-up. Genau, auch mit Patona jetzt nicht nur einen direkt Hardware-Kamera-Hersteller, sondern auch Zubehör, Akku, Powerbank, alles, was man unterwegs braucht. Alles wenn du mögliche. Tagelang am Strand hängst, zum Fotografieren natürlich keinen Urlaub machen, nee, dann musst du ja auch irgendwie mal die Kamera aufladen können. Ja, das ist der, nee, Urlaub machen ist immer fotografieren, das geht anders nicht. Ne? Meine Frau hat mal gefragt, nimmst du die Kamera mit? Da habe ich gesagt, nimmst du Schuhe mit? Das ist eine völlig obsolete Frage. Genau. Nee, aber das, genau. Und wie gesagt, ihr werdet dann, wenn ihr auf der Homepage-Seite seht, wir haben praktisch, das ist uns halt immer noch mal ganz wichtig zu betonen, weil so ein Festival im Gesamtkomplex, das stellt man ohne Sponsoren niemals auf die Beine. No way. Also nicht mit Messeeinnahmen, nicht mit Workshop-Einnahmen, auch nicht mit Seminareinnahmen. Wir haben schon sehr starke Sponsoren, gerade hier im Saarland auch, und da seid ihr halt als Hauptsponsor aus dem fotografischen Bereich absolut hervorzuheben, weil das ist echt super, dass das so jetzt im zweiten Jahr schon funktioniert hat und mit der Aussicht noch mehrere Jahre dran zu hängen. Und wir haben halt Ursa Farm Engagement, die ja auch aus dem Saarland sind. Wieso? Ne? Das Saarland hält halt zusammen, das ist super. Ne? Genau. Das soll auch genauso sein. Und hier haben wir halt zwei wirklich starke Hauptsponsoren, die uns da echt helfen, und dann sollten sie auch logischerweise immer im Kontext genannt werden. Ne? Wir haben alle Sponsoren auf der Homepage aufgelistet. Sehr gerne dort reinschauen und euch auch über einfach mal informieren, wer unterstützt so ein Kulturradelsprogramm, weil im Prinzip ist das Festival eine Kulturveranstaltung. Genau, oder wenn jemand sagt, ich will für nächstes Jahr mit einsteigen,
auch gerne melden. Gerne. Also es war tatsächlich dieses Jahr so, dass wir schon 2 Absagen erteilen mussten, weil wir nicht Platz genug hatten. Also es ist schon, es zieht schon an, man kriegt schon mit, dass es irgendwo ein bisschen, das wird darüber gesprochen und wir hatten halt jetzt tatsächlich, das Ding ist voll, also es geht gar nichts mehr mit Platz im Prinzip. Deshalb sind wir mal gespannt, wie wir es dann über die nächsten Jahre weiterentwickeln. Was auch noch ganz wichtig ist, in dem Gesamtkontext ist, dass die Gemeinde Ihlingen mit dem Kulturamt, mit dem Bürgermeister und dem gesamten Gemeinde, die alle Mitarbeiter, Co-Veranstalter ist. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir nicht ganz alleine hier Veranstalter sind, weil, und da sind wir auch super, super dankbar und für die Hilfe der Gemeinde Ihlingen aus dem Kulturamt raus, aber auch vor Ort in der Ellipse, weil glaubt mir eins, mit die wichtigsten Personen bei sowas sind die Hausmeister des Hauses. ohne das Wohlwollen in Anführungszeichen oder ohne dass die auch sowas gerne mitorganisieren und machen, würde da gar nichts gehen, ne? Und da sind wir echt super dankbar für die super Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ihlingen, einmal als zweiter Veranstalter, auch mit dem Bürgermeister, der auch Schirmherr ist, aber auch einfach ganz speziell mit dem Kulturamt, dass die uns da einfach auch mit unterstützen. Genau, also man merkt, da steckt viel mehr dahinter, als wir treffen uns an einem Wochenende mit allen Leuten und dann machen wir da was. Das ist wohl so, ja. Also ich bin auch ganz ehrlich, als wir damals entschieden haben, wir veranstalten, wir machen da ein Festival. Das Problem ist halt, dass wir alle drei so gestrickt sind, wenn man sowas macht, dann richtig. Und nicht so XY-Festival-Fototage, halber Tag, 20-Minuten-Slots und, ne, also das wäre innerhalb von, jetzt ist jetzt frech gesagt, aber das wäre innerhalb von 5 Tagen organisiert. Das ist ja auch, ne, für uns mit der Grund, warum wir gesagt haben, wir lassen die Hausmesse im Herbst bei uns im Haus sein, weil es war halt irgendwann quasi, die Hersteller kommen mit ihrem Stand, haben die Sachen dabei, die wir sowieso schon im Laden haben, weil die Neuheiten, es ist einfach nicht mehr wie früher, dass Sachen angekündigt werden, dann gibt es die erst in 3-4 Monaten. So, ja, und ja, da war es halt wirklich so ein Highlight. Wir haben die Kamera schon vor Ort. Heute wird es angekündigt und quasi eine Woche später ist Auslieferung, weil sonst online alles vorher irgendwie rauskommt. Das heißt, alles ist viel enger getaktet heutzutage. Und um dann noch ein Erlebnis zu haben, einen Vorteil, irgendwas, müssen wir einfach ein Erlebnis daraus machen. Mhm. Und dann ist das einfach mit dem Festival das Ideale dafür. Genau, und die Festivalbesucher, die dann eher aus der fotografischen Richtung kommen, die können sich dann vor Ort mal informieren, wie, ja, was ist dafür überhaupt notwendig? Was, ne? Die reden da vorne immer von dem und der Kamera und Stativ. Ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Stativ, das wackelt und nicht wackelt? Die sagen da, also, ne, da geht man mal an den Stand, ne, dann geht man zum Messehersteller, zu jetzt in dem, ich sag jetzt mal Novoflex, ne, und sagt, zeig mir mal da den Unterschied qualitativ. Und dann sind die Leute, die vielleicht gar nicht so interessiert sind an der Fotografie im ersten Moment, vielleicht dann doch irgendwie dabei. Ja? Oder beim D-Punkt Verlag legen dann Fotobücher aus über verschiedene Themen, speziell zu den Kameras, aber auch Reiseliteratur etc. Ne? Und so kann das Ganze vielleicht so ein bisschen einen Synergieeffekt in alle Richtungen haben. Genau, und wenn dann so ein Martin Kral von Novoflex aus Stativen mal schnell eine Treppe baut, über die man gehen kann. So, genau, oder einen Tisch. Auch. Jetzt auf der Foto und Adventure hat er einen Tisch aus Stativbeinen gebaut, das war auch super. Ja, und dann merkst du auch, was dahinter steckt an Qualität. Und genau, das ist halt. Das macht dann so einen Unterschied zu so einem einfachen Billigstativ irgendwo, wo ich nicht weiß, wann klappt es mir zusammen. Ja. Oder das Novoflex, wo ich mich einfach draufsetzen kann zur Not. Genau, ne, und dann kann man vielleicht, ne, jetzt hat der Beppo da vorne 5-mal gesagt, in Namibia braucht man ein stabiles Stativ, ja, dann kann ich mir auch wirklich mal so ein Bild davon machen. Ne? Genau. Oder was auch immer. Ne? Und deshalb denke ich einfach, die Veranstaltung wird sehr rund werden. Ne? Und da hoffe ich halt auf jeden einzelnen Zuhörer, Zuhörerin hier, jetzt auch im Podcast oder egal wo, Social Media, wir werden auch noch groß plakatieren im Saarland. Wir haben die Programmhefte schon überall ausgelegt, wo wir dürfen, wo es geht, dass das Thema einfach so ein bisschen ins Land getragen wird und dann sind wir guter Dinge, dass das auch ein Erfolg wird. Genau. Ja, also nochmal, was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, das Datum. Doch, haben wir es egal. Okay. Am 6. September, freitagsabends, ist die Eröffnung. Da geht's los mit Namibia. Am 7. und 8., also Samstag, Sonntag, ist dann Messe, Seminare, Workshops den ganzen Tag über. Genau, generell in der Ellipse in Ihlingen, außer bestimmte Workshops vor Ort. Das, richtig, seht ihr aber auch alles online oder in dem Programmheft. Genau.
Programmhefte haben wir hier jede Menge. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, zu uns vor dem Photon, könnt ihr auch einfach was bestellen. Wir packen die Hefte mit bei jeder Bestellung in den Karton rein. Das ist natürlich super. Das ist besser, kann man die Programmhefte gar nicht zu denjenigen bringen, die sich für Fotografie interessieren. Ne? Wenn genau. Die hier was bestellen und ihr legt es in die Pakete mit rein. Ja, wir haben auch noch Kameras da, einfach eine Kamera kaufen und es gibt kostenlos das Heft mit dazu. Genau, ab 2000 Euro Kamera gibt es zwei Hefte dazu. Genau. Nee, das ist also alles kein Problem und tatsächlich kann ich euch, also wenn jemand das wirklich will, schickt er mir seine Postadresse, dann schicke ich das Ding auch mit der Post zu. Genau, also, sonst, wie gesagt, als Download verlinken wir auch nochmal alles. Ihr findet es bei Photon, wie ist die genaue Seite? Also es ist bei Photon auf der Startseite, ne? Photon.saarland. Genau, Photon.saarland, kressung.de, überall findet man die Informationen darüber und sonst einfach nachfragen. Genau. Genau. Also nicht, wir haben viele, die suchen tatsächlich in dieser Internetadresse irgendwo im .de. Ne? Das ist halt tatsächlich www.photon.saarland. Genau. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, war es diesmal ein richtig interessanter, mal anderer Podcast. Wirklich was Neues gelernt, auch für mich, weil wir wie gesagt, wir organisieren das Ganze mit, aber so 100% war es mir auch noch nicht klar, wie das alles stattfindet. Und nee, das ist ja auch irgendwo ganz... Also ich weiß ja auch nicht, was bei euch alles hintergrundmäßig ablaufen muss, um so eine Messe am Laufen. Also was ihr jetzt für uns mitorganisiert, mit euren Herstellern, mit eurem Stand, das kriegen wir ja auch nochmal nicht mit. Ne? Insofern, wie sollst du mitkriegen, was wir alles fürs Festival mitorganisieren? Ne? Genau, also deshalb, für uns ist es das erste Jahr, genau. Für euch das zweite, aber mit uns zusammen das erste. Mit und euch zusammen das erste, ja. Nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter. Ja, 100%. Selbes Wochenende. Also ich kann jetzt schon sagen, 5., 6., 7. September 2025. Dann werden wir vorher nochmal zusammen sprechen. Das denke ich auf jeden Fall, ja. Gut, dann gut. In dem Sinne, schreibt gerne Fragen, denkt an das Gewinnspiel, wenn ihr teilnehmen wollt. Genau. Und sonst würde ich sagen, sind wir für heute raus. Wir sind für heute raus. Jetzt gehen wir Fußball gucken. Also jetzt noch nicht, aber in ein paar Stunden. Dann bis dann. 4-1, mein Tipp. Tschüss.